schon das Regenbogentrikot nochmal mitnehmen. Und ich kann das jetzt halt einfach schon seit zweieinhalb Jahren fahren. Und ja, es ist schon schön, wenn ich das auch einfach im Training fahren kann, im Wettkampf. Und das würde ich schon gerne behalten. Aber ja, ich habe ja auch gesagt, es ist nicht selbstverständlich und heißt nicht, dass man jetzt jedes Mal dreimal, zweimal oder so gewinnt, sondern es ist halt harte Arbeit und klar, es ist schon das Ziel, aber es heißt halt nicht, dass es immer klappt. Ich versuche mich da, sage ich mal, auch nicht selber unter Druck zu setzen und da auch für mich selber jetzt nicht zu sagen, hey, du musst jetzt genau das oder das leisten. Ich habe natürlich so ein paar Einzelziele vor Augen, die ich aber für mich selber nur so stecke. Aber ich möchte auf jeden Fall so eine Top-6-Platzierung, in welchem Wettkampf es am Ende wird, weiß ich noch nicht. Ich denke, da stehen auch noch andere Nationen mit am Start, wie die Australier oder die Holländer dann auch mit der vollen Mannschaft, wo man natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Wettkampfatmosphäre hat mit den ganz, ganz großen Mannschaften dann. Wenn es eine Medaille wird, super. Wenn es ein Trikot dazu wird, noch besser. Ja, aber wir sagen immer so, es bringt ein bisschen Unglück dann zu sagen, unbedingt das Trikot, gell? Aber ich meine, wir gehen an den Start, jeder geht an den Start, um zu gewinnen. So machen wir das auch und was am Ende rauskommt, schauen wir dann mal. Ja, ich würde schon gerne eine Medaille holen. Die Farbe ist mir egal, aber ich möchte auf jeden Fall da mit einer Medaille rausgehen. Das ist mein Ziel.